Sicher kennt ihr alle den Spruch, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Warum gibt's diesen Spruch? Weil nur solange das Eisen glüht, man es verformen kann. Hier kann man es deutlich sehen, wie an diesem glühenden Werkstück vorne eine Spitze geformt wird. Wenn das Eisen nämlich nicht mehr glüht und kalt ist, dann kann man auf dem Eisen rumkloppen wie bekloppt, dann passiert gar nichts mehr, dann kann man es auch nicht mehr verformen. Und damit das mit dem Verformen klappt, ist das, was ihr jetzt seht, ganz wichtig. Das ist nämlich die Stelle, wo das Eisen heiß gemacht wird, nur einen Schritt von der Stelle entfernt ist, wo es verformt wird. Sonst klappt das nämlich gar nicht. Dann würde das Eisen nämlich zu kalt. Aber was passiert, wenn diese beiden Orte weit voneinander entfernt sind? Denn da gibt es ganz weit im Osten bei uns eine Stadt, die heißt Eisenhüttenstadt. Da gibt es ein Riesenstahlwerk, das ist sowas wie die Esse beim Schmied. Da wird der Stahl heiß gemacht. Und einmal quer rüber durch ganz Deutschland, über 500 Kilometer entfernt, da ist Bremen. Und in Bremen, da ist sowas wie der Amboss. Da soll der Stahl gewalzt werden. Wie soll das denn funktionieren? Das ist doch mehr als einen Schritt voneinander entfernt. Also das wollten wir uns mal genauer anschauen und sind nach Eisenhüttenstadt gefahren. Da in Eisenhüttenstadt ist das Stahlwerk. Wird Stahl gekocht? Klar, wie Stahl gekocht wird, haben wir ja schon mal gezeigt. Und dieser glühende Stahl kommt dann in solchen Kesseln. Über solche Formen, davon stehen mehrere hintereinander. Und über solche Trichter wird dann das glühende Eisen, glühende Stahl, aus diesen Kesseln in diese Formen eingegossen. Viel mehr sehen kann man davon nicht. Es ist auch viel zu gefährlich, als dass man da näher dran könnte. Dann kühlt dieser glühende Stahl in der Form langsam ab. Dauert eine Weile. Dann wird der Block innen drin fest. Und nach einer Weile kann man diesen Block dann rausdrücken. Der wird dann auf so einen Stempel gestellt und der drückt den Block oben raus. Und die Fachleute nennen das Strippen. Da sieht man diesen grünen Block. Der kann dann mit einer Kranzange aus der Form rausgehoben werden. Okay, jetzt ist er glühend. Sieht man ja, glauben wir auch. Aber wie soll dieser glühende Block über 500 Kilometer weit nach Bremen kommen? Als erstes wird er mal quergelegt und dann kommt er auf einen Eisenbahnwaggon. So sieht er von oben aus und ist mit einer besonderen Masse ausgekleidet. Und darauf kommt jetzt der glühende Stahlblock. Ein so ein Block wiegt 30 Tonnen, so viel wie 30 Autos. Und auf jeden Wagen kommen zwei solche Blöcke. Da wackelt der ganze Zug. Und dann kommt noch so ein kerniger Typ, der nietet da so eine Erkennungsnummer drauf und misst, wie heiß der ganze Block ist. Wie heiß ist es denn? 606,8. Über 600 Grad. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt eine Haube drauf. Die ist innen ausgekleidet mit sowas, was aussieht wie Watte, ist aber keine Watte, sondern es ist eine ganz spezielle Art von Steinwolle, allein für sich schon ein Geheimnis. Und ausgekleidet mit dieser Watte kommt die Haube drauf. Guckt euch den Block nochmal an. Er glüht. Und mit dieser Haube über den glühenden Stahlblöcken sollen die heiß bleiben bis nach Bremen. Da bin ich auch mal gespannt. Haube drauf, genau um 2:05 am Nachmittag. Und weil wir nicht einfach nur doof hinterherfahren wollten, haben wir gesagt, machen wir auch mal ein Experiment. Wir haben uns eine Pizzakiste genommen, haben die innen mit dem gleichen Material ausgekleidet, sind dann in die Kantine gegangen, haben uns eine Pfanne Bratkartoffeln machen lassen, Spiegelei dazu, das Ganze auf einen Teller. Wie heiß ist es jetzt? Um die 70 Grad. 70 Grad und Bratkartoffel mit Spiegelei in unsere isolierte Kiste. Deckel drauf und Temperatur draufschreiben. Jetzt 70 Grad Celsius. Und jetzt bin ich gespannt. Das ist eine Lokomotive von der Deutschen Bahn, kann man ja sehen. Die macht das Licht an, bedeutet, jetzt geht's irgendwie los mit dem Zug. Es ist 6:30, wir stehen immer noch in Eisenhüttenstadt und jetzt fährt der Zug los. Nun bin ich gespannt, was mit diesen glühenden Blöcken passiert. Vorne an dem Zug dran hängen noch ein paar Waggons mit kalten Blöcken. Die interessieren uns weniger, aber da kommen die Waggons mit unseren Abdeckhauben. Und da ist der Waggon mit der Nummer 26. Da ist unser Block drunter. Als erstes fährt der Zug in Frankfurt-Oder vorbei. Frankfurt-Oder, das ist noch ziemlich nah bei Eisenhüttenstadt. Ist auch noch nicht sehr viel passiert. Da ist es auch erst 6:45. Von da macht er dann eine Kurve, gibt richtig Gas, fährt Richtung Berlin. Und in Berlin-Köpenick wird zum ersten Mal der Lokführer.
ausgewechselt, haben wir nicht gezeigt. Wir mit dem Auto hinterher auf der Straße, den Zug einzuholen, fahren an Berlin vorbei. Als erstes fährt der Jan. Und während der fährt, passen hinten Johanna und Christian auf die Kiste mit den Bratkartoffeln auf. Nächste Station, Nauen und von da nach Ludwigslust. Der Zug fährt durch Nauen. Es ist schon richtig mitten in der Nacht. Vorne wieder die Waggons mit den kalten Blöcken. 2:02. Kleiner Bahnhof Nauen, sonst nicht viel los. Und da kommen wieder die Waggons mit unseren Hauben oben drauf. In Ludwigslust hat dieser Lokführer Ende seiner Schicht. Lokführerwechsel, gleiche Lokomotive, neuer Lokführer. Das ist übrigens der Lokführer, der den Zug bis nach Bremen fahren soll. Und weiter geht's. Fährt der Zug wieder, 12:30. Als erstes vorne wieder die Waggons mit den kalten Blöcken. Und dann kommen die Waggons mit den Warmhalterhauben. Der dritte war der mit der Nummer 26, glaube ich. Und nicht nur Lokführerwechsel, wir haben auch einen Fahrerwechsel gemacht. Jetzt fährt der Christian, der hat eben ein bisschen gepennt. Und jetzt können Johanna und Jan hinten ein bisschen pennen. Nächste Station, Hamburg. Aber nicht Hamburg, sondern Hamburg-Maschen. Das ist der größte Rangierbahnhof in Deutschland. Um 2:30 sollte unser Zug da vorbeikommen. Kam er auch. Aber dummerweise kam er auf einem Gleis, wo nun überhaupt keine Scheinwerfer mehr waren. Da sieht man so ein bisschen helles Gleis und da ist unser Zug. Das war alles, was wir gesehen haben davon. Jetzt fährt Johanna das letzte Stückchen des Weges, nämlich von Hamburg nach Bremen. Und der Zug natürlich auch. Und der kommt 4:15 in Bremen an. Da steht er jetzt im Walzwerk und da sind die Waggons mit den Hauben. Und jetzt wird's spannend, Haube ab. Vor 15 Stunden ist sie draufgekommen und tatsächlich, die Blöcke sind noch glühend, sofort wird die Temperatur gemessen. Und wie heiß sind sie noch? Immer noch über 600 Grad. Es ist also wirklich geglückt, 15 Stunden lang und 500 Kilometer lang diese Blöcke heiß zu halten. Aber was ist denn nun mit unserem Experiment? Haben wir das auch geschafft, unsere Bratkartoffeln quer durch Deutschland heiß zu halten? Deckel ab, einmal nachmessen, sehen ja noch eigentlich ganz gut aus. Und wie warm sind sie jetzt eigentlich? 15 Grad, nur noch lauwarm, schade. Jetzt was Schönes, Warmes wäre nach der langen Fahrt eigentlich ganz nett gewesen. Diese Stahlblöcke werden jetzt nochmal richtig heiß gemacht. Und dann kommen sie in diese Walze. Die walzt dann solche Dinge daraus. Brammen nennt man die dann. Gesteuert wird diese Anlage von diesen beiden Herren. Das sieht aus wie ein Cockpit in einem Weltraumfahrzeug. Und wenn die dann kalt geworden sind, sehen die so aus. Daraus werden dann Werkzeuge für Riesenindustriemaschinen gemacht. Und noch was haben wir gelernt. Also Bratkartoffeln am besten essen, kurz nachdem sie fertig sind.